Anschluss für Potsdam durch die Japanerin Mai Kiyokawa. Die Gastgeberinnen in Blau von links nach rechts. Freistoß. Wojtekova. Gut da reingezirkelt. Der geht durch und er geht rein. 1:0 für den Sportclub Freiburg, 53. Minute. Und ich glaube, dieses Tor geht tatsächlich auf das Konto von Jana Wojtekova. Nach diesem Führungstreffer. Wojtekova und dann spekuliert Fischer im Tor natürlich. Kommt dann noch einer hin, es kommt keiner. Wie wenig da gemeckert wird, eigentlich ein ganz klares Foulspiel an Pauline Deutsch. So geht's jetzt in die andere Richtung mit Hoffmann. Kolb ist dabei, bisschen in den Rücken gespielt. Trotzdem die Chance und das Tor für den Sportclub 2:0. Und es ist die eingewechselte Chiara Busian. Sie eingewechselt, macht die erste direkt rein. Hoffmann gegen Weidauer dann in den Rücken von Kolb, nicht ideal. Und Kuznetsov dann mit der unbeabsichtigten. Und jetzt muss Potsdam schauen, dass sie nicht auseinanderbrechen. 4 gegen 4, Hoffmann 3:0, jetzt geht's dahin, jetzt geht's dahin. Als hätte ich es heraufbeschworen mit der Vorlage. Da war es 4 gegen 4. Sie hat den Blick. Hoffmann ist vollkommen... Minge. Anspiel kommt nicht auf Busian, aber Hoffmann ist dabei. Busian postiert sich im Rückraum. Läuft jetzt ein. Hier ist Zikai. Zikai! Also heute stechen sie aber die Joker. 81. Minute. 4:0 Freiburg. Gerade schon den Auftrag in die Redaktion gegeben, mal nachzustoppen, wie lange die jetzt auf dem Feld war. Eingeleitet von allen Eingewechselten. Busian für Hoffmann. Hoffmann wird sich zu uns ans Mikrofon begeben, um das alles, was hier heute Nachmittag passiert ist, nochmal in Ruhe aufzuarbeiten. Nehme an, dass Middeke auch der Meinung ist, dass es so eine hohe Niederlage nicht gebraucht hätte und vielleicht wird sie jetzt sogar noch höher. Ja. Nein, Abseits. Şemaili im Abseits. Okay, das haben sie jetzt dann, wenn es wirklich Abseits war, schlecht ausgespielt. Schauen wir mal. Oh. Ja, nee, also das ist, glaube ich, jetzt kein Abseits gewesen. Das sah mir jetzt schon sehr... Noch einmal schwärmen sie aus. Zikai. Hat den Kopf oben. Gute Flanke. 6:0. Nee, 5:0 natürlich. Bin ich schon einen zu weit, aber es wird immer höher und 87. Super Vorlage von Zikai, die den Kopf oben hat, die den Ball genau dahin spielen will. Der Kopf gibt's jetzt noch ein sechstes. Fast. Zikai wäre da beinahe wieder hingekommen. Ja, und Riem Hussein beendet jetzt diese Partie mit einem 5:0 Erfolg für den Sportclub Freiburg.